Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, bisschen ein random Video gibt es. Es pisst, es ist Winter, 3 Tage vor Weihnachten. Ich mache ein paar Laps. Ja, Winter halt, wird alles nass, dreckig. Aber scheiß drauf, los geht's. Mal gucken, was kommt. Haut rein. Jo Leute, ich habe mir gerade überlegt, das Video heißt nachher, warum Winter auf der einen Seite geil ist, aber auf der anderen Seite auch scheiße ist. Und das Sinnvollste, was ich hier jetzt aus dem Video machen kann, irgendwie. Ich bin gerade nur Radweg gefahren, Leute, beim leichten Nieselregen. Und ich sehe trotzdem aus wie ein Schwein. Punkt 1, warum Winter scheiße ist. Nur Radweg. Wirklich nur Radweg. Es ist manchmal echt zum Kotzen. Und man muss jedes Mal sein scheiß Rad putzen. Das kotzt an. Und die Klamotten sind auch alle nass und dreckig. Mies. Naja, fahren wir mal weiter. Mal gucken, wann ich zum nächsten, den nächsten Punkt für euch finde. Weiter geht's. So Leute, nächster Nachteil, warum Winter nicht so geil ist. Erstens, ich bin immer noch dreckig. Zweitens, der Dirtpark ist nass. Scheiße war's, aber trotzdem machen wir eine Runde hier. First jump. Worth it. Oh ja. So Leute, nächste Runde. Eine mache ich noch. Gucken, was geht hier. So Leute, Stairs auf tun. Ja Leute, negativer Punkt, es wird dunkel. Es ist gerade 16 Uhr, 10, 20, sowas in die Richtung. Und wie ihr wahrscheinlich am tollen GoPro-Licht seht, es ist relativ dunkel, schön. Ja, ich bin am Arsch der Welt auf irgendeinem Feldweg. Richtig gut. Noch so 15, 16 Kilometer zum Heimfahren. Easy, richtig geil. aber ja, so ist es halt. Ich trete mal weiter und es fängt wieder an, Nieselregen zu geben. Richtig geil. So Leute, wenn es dunkel ist, oh schöne Weihnachtsbeleuchtung, muss man sich weiterhelfen und zwar Lupine Power. Jetzt haben wir Licht, jetzt geht's ab. Stairset of Doom. Oh, juhu. Und ein kleiner Manual im Anschluss. Oh ja. Juhu. Jo Leute, die letzten Kilometer für mich. Die Lupine bringt mich hier safe durch die Nacht. Da, hier danach kommt auf jeden Fall noch was. Geht auf jeden Fall weiter für euch. Für mich ist heute Schluss. Ich bin gleich zu Hause. Und genau. Bis dann. Ja, noch ein Nachteil im Winter. Man muss das Rad immer im Dunkeln putzen. Oder oft im Dunkeln putzen. Weil man meistens, wenn man heimkommt vom Tag, vom Radfahren, es meistens draußen schon dunkel ist. Aber ja, so ist es halt leider. Weiter geht's. Jo Leute, neuer Tag, neues Glück. Und wie es im Winter so ist, es pisst. Schon den ganzen Tag, ist ultra nass. Dementsprechend sehe ich aus. Eingepackt, noch bin ich sauber, einigermaßen. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Und beim Nico auch. Wir sind heute zusammen unterwegs. Und heute richtig Deluxe hier. Mit dem Pickup, mit so einer geilen Matte hinten drauf. Da geht es hoffentlich richtig ab. Aber jo, wir gucken jetzt mal, wir sind nach Heidelberg gefahren und gucken mal, ob wir hier ein paar Trails runterkommen im Nassen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Und jo, bis gleich auf dem Trail. Let's go. So Leute, erster Trail ist nicht gar nicht rutschig und gar nicht nass hier. Ist gar kein Problem. Lebt er noch? Ja, Nico lebt noch.
Trails wird sketchy. Oh, oh, es ist neblig hier. So Leute, nächster Abschnitt. Bisschen sketchy hier im Nassen. Mit den ganzen Wurzeln, Hilfe. Und ziemlich dunkel und neblig hier. Aber geht schon klar. Es geht sogar ganz geil. Nico, der Bohr. Bis wir tötzen hier. Ich sehe fast nichts. Hilfe. Wow. Juhu. Geil. Oh ja. Yeah. Juhu. Ja, ein Punkt mehr für den Winter, dass ich ihn lieb. Es ist, macht ultra Laune, ja, um komplett im Nassen zu fahren, boah. Oh, jetzt ist es heller hier. Sieht man wenigstens. Ah, Dreck im Auge. Ah, fuck. Ah, es geht. Stand nach der ersten Abfahrt. Wir sehen beide schon aus wie Schwein. Erste Abfahrt, Leute. Richtig geil. Alles nass. Aber macht trotzdem Bock. Hat irgendwie Grip, macht Laune. Wir machen noch eine oder vielleicht auch zwei. Und sehen uns gleich oben. So, nächster Trail. Leute, diesmal verkacke ich hier wenigstens nicht die Line. Boah, das ist jetzt sketchy. Wow, hier ist so dunkel und so nass. Hier hoch, yes. Oh, ich sehe fast gar nichts. Hilfe, Hilfe. Oh, überlebt. So Leute, nächster Trail. Ich hoffe, die Linse ist einigermaßen sauber. Wow, wow. Da ist das Vorderrad geslidet. Oh ja. Alles gut, fahr weiter. Oh, geil. Oh, der Junge fährt immer die falsche Leine. Oh, das ist halt echt arg hier. Oh mein Gott, das ist eine Maxi, Alter. Ja. Oh. Alter! Oh, hier wird es wieder dunkel und ich sehe gar nichts hinter Nico. Oh! Juhu! Ah nein, verschalten, scheiße! Auf Camper! Oh. Das zum Thema Klickpedale.
So, eine Runde hinter Nico. Geil. So, einmal noch Jumpline. Wind. Dann los. Ja. Jo Leute, als kleiner Abschluss vom Video bin ich im Rad sitzen. Das ist natürlich gestern in Heidelberg mal wieder richtig schön dreckig geworden. Heute ist Weihnachten, der 24. Und ich mache mein Rad noch schnell sauber, bevor hier alles losgeht, sag ich jetzt mal. Fahrradfahren im Winter macht mir trotzdem mega Laune. Ich find's mega geil, sich im Schlamm auch mal richtig einzusauen. Und wenn man einmal nass ist, dann macht es trotzdem irgendwie Gaudi. Ihr habt im Video jetzt gesehen, die Heidelberg-Clips. Ich habe mit Nico gestern hat richtig Laune gemacht auf den Trails und trotz Regen und trotz nass fand ich es richtig cool. Genau, ich denke, das ist das letzte Video für dieses Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr dann wieder. Das Video kommt am ersten Weihnachtsfeiertag für euch. Und ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns hoffentlich dann nächstes Jahr wieder. Würde ich mich freuen natürlich. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Haut rein. Ciao. Und übrigens, F100 Bioreiniger am Start. Damit könnt ihr auch auf der Wiese richtig geil Rad putzen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber jetzt wirklich Schluss. Ciao.